Der 16. Spieltag in der Volleyball-Bundesliga und die Frage, gelingt dem TV Rottenburg nach 14 Niederlagen in Folge und dem Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz gegen den Tabellenvierten aus Düren der Befreiungsschlag. 8 Punkte bislang die Ausbeute, den einzigen Saisonsieg gab es am ersten Spieltag im Oktober gegen die KW Netz Hoppers. Zuletzt ging die Partie in Herrsching in 3 Sätzen verloren. Das Müssen ist vorbei, nur über die Leichtigkeit haben wir eine Chance, etwas zu holen, nahm Trainer Hans-Peter Müller-Angstenberger den Druck von seiner jungen Truppe um den erst 19-jährigen Moritz Karliczek. 1900 Fans, darunter einige aus Düren, samt Homer Simpson. Los geht's, die Gäste mit den Ex-Rottenburgern Zachrich und Pompe in der Startformation. 29 Punkte, Platz 4 für die Powervolleys also bislang. Ja, die Duelle zwischen Rottenburg und Düren waren in der Vergangenheit meist recht hitzige und knappe Angelegenheiten. Der TVR gewann in der vergangenen Saison das Heimspiel mit 3:2. In der Hinrunde behielt Düren zwar mit 3:0 die Oberhand, alle Sätze aber nur mit jeweils 2 Punkten Differenz. Lars Wilmsen, jawohl. Die Gäste um den neuen Trainer Anton Brahms, auch in der Tiefe stark besetzt, gingen also als klarer Favorit in die Partie. Doch davon war im ersten Satz nicht viel zu sehen. Die Hausherren führten schnell mit 3:0. Das war Moritz Karliczek aus der zweiten Reihe. Shibo Yu bringt den Ball ins Spiel. Annahme Dirk Mehlberg, der Routinier mal von Beginn an auf der Platte. Federico Cipollone erhielt auf der Zuspielerposition den Vorzug vor Kapitän Philipp Jankowski, zudem noch Metzger und Libero Willi Belitzer auf dem Feld. Nagel wird geblockt, aber er blockt dann im zweiten Versuch gemeinsam mit Karliczek. Symptomatisch für den TVR, alle mit vollem Einsatz bei der Sache. Die Gäste konnten zum 13 beide ausgleichen, aber dann übernahmen die Roten wieder das Kommando. Karliczek kaum zu verteidigen für Düren. Richtig gut, seine Jungs, die spielten weiter befreit auf. Sein Gegenüber Anton Brahms seit dieser Saison im Amt und mit 27 Jahren der Jüngste der Liga. Doch seine Mannschaft sah weiterhin eher alt aus. Der TVR stark in allen Bereichen. Aufschlag Dirk Mehlberg, super Einsatz dann von Urgestein Willi Belitzer und Wilmsen und Nagel überzeugten im Mittelblock. Die Folge 24:20, 4 Satzbälle, Aufschlag Matze Pompe. Er spielte solide und durch. Kapitän Zachrich musste früh auf die Bank. So, der zweite sitzt, weil der Block steht. Ganz starker erster Durchgang der Rottenburger. Da freute sich auch der Manager, und zwar doppelt. Daniel May hatte am Sonntag auch Geburtstag. Nochmal alles Gute. Der zweite Satz ging nach 11:14 über 14 beide. Beide Teams auf Augenhöhe. Kein Unterschied zwischen Platz 4 und Platz 11 auf der Platte. Im Gegenteil. Der TVR packte in der Endphase noch eine Schippe drauf. Megablock von Dirk Mehlberg. Aufschlag, Bas von Bemelen. Moritz Karliczek ließ es wieder krachen, 24:22. Den ersten Satzball schenkte man wieder den Rheinländern, doch dann war es wieder Karliczek, der den zweiten Durchgang eintütet. 25:23, 2:0 Satzführung, mein lieber Mann. Der Neuzugang aus Coburg nach seiner längeren Verletzungspause wieder in Top-Verfassung. Die Zuschauer wurden am Family Day bestens unterhalten. Für die Kids gab es in der Halle einen Parcours samt Hüpfburg und in der Pause zeigte die Hip-Hop-Formation der Independent Steps aus Pfullingen ihr Können. Gleiches galt nach der Pause für die Jungs in Rot. Schnelle 4:0 Führung. Erst Fred und dann wieder Moritz. Klasse, der trommelte die Bälle in schöner Regelmäßigkeit aufs rosa Parkett. Aber Düren wollte dann doch nicht hier nach 3 Sätzen die Heimreise antreten. 20 beide. Jetzt wurde es mega spannend. Düren hatte beim Stand von 21:24 gleich 3 Satzbälle, doch die wehrten die Rottenburger allesamt ab. Youngster Felix Ortmann zeigte in der Crunch-Time ein ums andere Mal sein Können. Der TVR hatte dann sogar einen Matchball, doch noch einmal konnten die Gäste den Kopf aus der Schlinge ziehen. Pompe macht den Sack an alter Wirkungsstätte zu. Schmerzhaft für Dirk Mehlberg und Co. Keine Absicht, sofort die Entschuldigung beim ehemaligen Kollegen. Weiter ging's mit Satz Nummer 4. Ja, und wer gedacht hatte, jetzt kippt die Partie, sah sich getäuscht. Der TVR schüttelte sich kurz und knüpfte nahtlos an die bis dato durchgehend starke Leistung an. Nagel zum 13:9.
Die Gastgeber weiter wild entschlossen. Wir packen das heute, wir beenden die Serie, wir schaffen den Heimsieg, wir geben die rote Laterne ab. 32 Punkte am Ende für Rottenburgs Nummer 13. Hammer darauf einen Schluck. Kollege Alex Deg ist schon unten, der ist erfahren genug. Das bedeutet, so richtig eng wurde es nicht mehr. Der TVR zog das Ding gnadenlos durch. 24:20, das muss doch reichen. Reichte es auch. 19.15 Uhr, Zeit für den ersten Matchball. Dirk Milberg steht bereit. Die Annahme der Gäste landet bei den Zuschauern. Jetzt war es vollbracht. Der TV Rottenburg schlägt Düren hochverdient mit 3:1 und feiert den zweiten Saisonsieg. Mit 11 Punkten ist man nun punktgleich mit dem CV Mitteldeutschland und einen Zähler vor dem neuen Schlusslicht KW. Ja, vielen Dank für die Blumen bzw. die Punkte am Valentinstag. Die Stimmen. Wir konnten endlich mal die Qualität zeigen, die da ist. Ja, wir hatten viel Verletzungen, wir hatten viel Pech jetzt auch zum Schluss. So eine Serie zerrt. Ich habe noch nie so eine anstrengende, das hört sich dumm an, weil wir so viel verloren haben, aber es war bis jetzt die anstrengendste Saison, die ich je gespielt habe, weil es psychisch auch belastend ist. Man muss in jedes Spiel neu, man muss sich neu motivieren, viel mehr Motivation für sich aufbringen. Und heute hat alles gestimmt. Wir haben einfach losgelassen und wir haben auch von vornherein gesagt, wir können, uns kann nichts mehr passieren. Totgesagte leben länger und jetzt haben wir es bewiesen. Wir haben heute nicht gut gespielt und Rottenburg hat heute sehr, sehr gut gespielt, vor allem Kalicek und auch der Zuspieler. Ja, es ist dumm für uns, weil wir jetzt das Ziel nicht festigen konnten. Jetzt müssen wir wieder noch mehr Gas geben. Vielleicht war es der richtige Weckruf für uns. Für Rottenburg ist sicherlich auch ganz gut, dass wir jetzt gewonnen haben. Nee, Düren ist auf keinen Fall eine schlechte Mannschaft. Man sieht es ja auch an der Tabellenplatzierung, sie sind glaube ich Vierter. Und man hat einfach gesehen, was für einen Willen wir heute entwickelt haben. Wir haben um jeden Ball gekämpft, auch im zweiten Satz. Ich glaube, wir lagen 24-22 hinten und führen wieder, auch wenn wir da den Sack nicht zumachen. Aber das ist einfach eine unglaubliche Mannschaftsleistung, die wir heute gebracht haben. Der Trainer, der war völlig fertig. Ich liebe diese Mannschaft, sagt er unter Beifall in der Halle, was er noch zu sagen hatte, diese Woche bei uns. Am Samstag kommt dann mit Berlin der Spitzenreiter der Liga. Auch dazu mehr in den nächsten Tagen. Wir grinsen uns eins und sagen Tschüss, bis dann.